Tag Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Dark Sector. Wir sind im zweiten Part angekommen. Wir haben die Macht erhalten oder die Infektion, ein Segen, ein Fluch. Heilige Scheiße! Wer kann denn ahnen, dass der hier reinkommt, der alte Halunke? Komm her, zeig dich. So. Ihr merkt, sobald ich die gegnerischen Waffen anlange, dann mappen die und irgendwann muss ich die wegschmeißen. Jetzt nämlich. Weil ich die dann nicht mehr nutzen kann, die werden zu heiß. Deswegen habe ich, um ehrlich zu sein, noch nicht ganz begriffen, gibt es irgendwelche Waffen, die ich auch behalten kann, weil ansonsten weiß ich noch nicht. Aber brauchen wir auch ehrlich gesagt nicht, denn wir haben ja hier unseren Boomerang. Ja. Wir sind infiziert und deswegen weiß ich eben nicht, ist das ein Segen, ist das ein Fluch? Auf jeden Fall können wir uns mit diesem Boomerang jetzt gut erwehren, der Gegner. Aber so richtig glücklich bin ich natürlich darüber nicht. Ne, du gehst, der kommt ja auch immer wieder zurück. Überleg mal, du hast irgendwann eine Frau kennengelernt, gehst aufs Date und willst die mal anlangen. Was ist denn dann? Das wird doch gefährlich. Okay. Hätten auch welche von uns sein können, ne? Ich weiß. Aber die sahen sehr böse aus. Alter Latz! Ganz ehrlich, die sind... Selbst wenn es Menschen sind, die unserer Organisation angehören. Ich habe das Gefühl, wir werden hier so ein bisschen im Stich gelassen. Mistkerl! Okay, Running Man! Nee, Running Man ist schlecht! Kommt da überhaupt eine Murmel an? Okay, jawohl. Mac Murmel. Achso, wir haben übrigens eine Pistole. Wie habe ich die eigentlich bekommen? Das ist schlecht. Der Typ, der könnte echt gefährlich werden. Yes! Oh, der hat da irgendwas, was er... Schenkt mir die Knarre, Baby. So, Freunde. Alter Latz. Oh, es mappt gleich. Ich wollte eigentlich noch ein paar Schuss ausgeben. Das sind ja auch eure. Da habe ich natürlich auch mit dem Tode gespielt. Ah. So. Was haben wir denn jetzt für Knarre? Wir haben nur die Pistole. Und wir haben eine Taschenlampe. Okay, ist auch gut. So, warte mal. Ich gehe mal eins weiter runter. Wir finden dich, wir töten dich. Das sind alles nicht so richtig gute Aussichten für mich. Denen ihre Absichten sind gänzlich schlecht mir gegenüber. Ah, von hier unten habe ich eine bessere Position. Wir haben ihn. Einheit A, wir haben ihn. Was macht der denn hier draußen? Lass das! Ich hoffe, der kann er nicht durchballern, denn ich kann es nicht. Muss nachladen. Guck. Zack, Alter! Den Schädel abgefetzt! So, jetzt nicht zu übereifrig rangehen. An den Speck. So, gib mir mal die Knarre her. Hier drüben ist noch einer. Der geht mir tierisch auf den Senkel. Was rumst hier so? Aua. Wo zur Hölle ist der Drecksack? Was ist hier los? Was ist das? Hast du nicht alle Latten am Zaun? Spring! Renn! Mach was! Alter, ich bin mitten in der Schlacht, auf einmal kommt das Biest an! Ich bin nicht da! Bewege mit L und renne mit X. Weg! Heilige Scheiße, wo kam das her? Sorry, man! Lebt der hier noch? Die KI hat völlig ausgesetzt. Die weiß überhaupt nicht. Ich glaube, der gehört hier gar nicht rein, der Typ. Alter. Und jetzt? Und was machen wir jetzt? Wow. Hallo. Okay, so mache ich gar keinen Schaden, oder was? Der besteht doch nur aus Fleisch.
Heilige Scheiße! Er schmeißt mit Inventar! Alles gut, alles gut! Beruhig dich! Oh, da gibt's was. Warte mal, hier oben bin ich doch eigentlich relativ safe. Ah, natürlich. Die Treppe ist weg. Wer hätte das gedacht? Wow! Er trampelt. Weg! Aua! Okay, ich glaube ganz ehrlich, wir machen Schaden. Ah, so kann ich ja auch ausweichen. Weg! Haha, du Lappen-Johnny! Wow, was macht der hier? Der haut einfach ab! Der haut einfach ab, jetzt wo ich begriffen habe, wie ich ausweichen kann. Boah, ich habe das Gefühl, wir haben so ein bisschen was verpasst, ne? Der wurde wahrscheinlich groß angekündigt und hat sich hier einmal durch die Gegnermassen geflügt. Und ich war da hinten in so einem kleinen Scharmützel beschäftigt. Das war, glaube ich... Ich weiß auch nicht. Da stand dieses riesige Biest da und drischt mir einen auf den anderen auf den Sack. Okay, das ist ziemlich geil, dieses Feature. Hier noch. Ein bisschen Geld. Ich komme vielleicht als gezeichneter, als gebrandmarkter Mann wieder zurück nach Hause. Aber ich bin reich. Sag mal hier, das kann ich doch kaputt machen. Kann erzählen, hier. Zack. Renn in die Schlucht. Jawoll. Alter Latz. Dieses dreckige Stück Scheiße, was da ankam. Ich hab mich so erschreckt. Meine Güte. Meine Güte. Ihr könnt mir nicht erzählen, ihr habt euch nicht erschreckt. Geht gar nicht ohne. Und warum zur Hölle regnet es jetzt auf einmal? Was, das ist doch kein Regen, oder? Es ist ein Wasserfall, wo wir gerade durchwarten. Alter, geile Stimmung. Richtig nice. Auch wenn ich nicht gerade da sein wollen würde, ohne Schirm, aber ich glaube, einen Schirm braucht er nicht. Das wäre sein kleinstes Problem. Er kann ja seinen Dreizack so oben drauf halten und drehen schnell. Ist ja wie ein Schirm. Die ganze Gülle direkt ins Meer geleitet. So, es speichert ab. Sieht aus nach einem militärischen Lager. Dein Kollege hat gerade seinen Schädel verloren in derselben Position wie du. Okay, Granaten, Johnny. Hab keine Granate, warum denn das? Muss wirklich genau treffen, ne? Also es gibt hier wirklich keine Zielhilfe. Da war man damals noch nicht ganz so verwöhnt wie heute. Bin mir auch nicht so sicher, ob das so gut ist, hier gegen diese Kackermörser, gegen diese Dinger drauf zu hauen. So. Guck mal, hier schönes. Ich möchte unbedingt mal eine Granate haben. Danke. Aber so habe ich das nicht gemeint. Eigentlich ganz geil. Man kann sie damit staggern und dann nochmal nachsetzen. Ich kann damit echt zielen, wo das hingehen soll, ne? Seht ihr das? Also so, und jetzt ziehe ich ein bisschen runter und dann geht es auch dahin zurück. Sehr gut, dass die Gegner immer genau sagen, was sie gerade machen. Muss nachladen, hab keine Munition mehr. Ficker! Geht doch nicht so ganz auf meine Theorie. Das ist nice, ey, wenn auf einmal der Arm da liegt. Ich weiß, es ist simpel. Es ist Brutalität in Computerspielen.
Ist das wirklich das Highlight eines Spieles? Ja. Gott verdammt. Wenn es so ist, dann ist es das. Er lebt noch. Du lebst noch, du Sau. Hä? Energiewurf. Halte R2 gedrückt, lasse die Taste wieder los, wenn das Fadenkreuz seine Farbe verändert, um einen Power-Super-Mega-Energiefoch vierfachen Schaden auszuüben. Okay. Wie? So? Halte R2 gedrückt, lasse die Taste wieder los, wenn... Ah, das muss in der richtigen Sekunde sein. Ei, Karamba, das ist ja nochmal ein ordentliches Timing. Ich glaube, davon kann ich mich verabschieden. Das kriege ich eh nicht hin. Nein. Okay, man braucht einmal nur das richtige Timing dafür. Eins, zwei. Okay. Eins, zwei. Eins, zwei. Ist wieder ein Tanzen. Eins und zwei. Obwohl, das und ist zu viel. Eins, zwei. Eins, zwei. Oh, was ist denn hier? Präzision verringert den Rückstoß und die Streuung. Die Watzrow-Forschungsanlage war im Kalten Krieg Vorreiter. Hallo, was habe ich gerade hingekriegt hier? Mist. Das war Bernd das Brot. Mist. Warum greifen Sie mich nicht an? Mir wird so kalt. Einheit D, Lagebericht. Oh, meine Haut. Sie brennt. Nein, das kann nicht sein. Das hörte sich ungesund an. Da stimmt irgendwas nicht mit dem. Ja, easy. Jetzt haben wir's. Timing easy peasy. Jetzt machen wir nur noch den Powerschuss. Okay. Man muss trotzdem treffen. Was ist das? Was ist das hier? Dieses? In der roten Linie aufstellen. Du hast wohl nicht alle Latten am Zaun. Ah, jetzt habe ich das Power-Ding hingekriegt. Boah, der kommt nicht bis da hinten hin an, oder was? Heißer Scheiß! Der hält auf einmal nur... Oi, der macht den Blumenkübel kaputt. Yeah! In der Mitte fucking nochmal zerteilt. Aber er ist tot. Wie kommen die bloß rein? Ich weiß es nicht. Also es ist gar nicht so easy, das Spiel. Finde ich aber ganz geil. Er macht gar nichts mehr, er ist völlig perplex. Alter, ihr ballert einfach alles auf mich, Mann. Ich bin das Forschungsprojekt, ihr dürft mich nicht erschießen. Warum treffe ich den Halunken nicht? Keine Ahnung, ob das gut ist, sich hier hinter zu verstecken. Fucker! Oh, den Pickel auf der Schulter, da ist einer. Kannst machen, was du willst. Jawohl, eine Rolle nach vorn. Du sollst in Deckung gehen, du Pappnase. Warte mal, Bande? Hier so? Haha! Geil, warte mal, krieg nochmal hin.
Nee, zu viel. Ja. Yes! Mit Bande spielen. Meine Güte. Nice. Nee. Oh, das wär's doch gewesen. Eat this, Alter. Dann zwirbel ich dir halt einfach deinen Hoden weg. Okay, die Pumpe nehmen wir mal mit. Unterbrech die Energie zu den Aufzügen. MG, man. Okay, jetzt muss ich mal langsam ein bisschen was machen. Ansonsten ist die Pumpe nämlich gleich weg. Mist! Na gut, zwei konnten wir damit ausschalten. Ich bin mir nicht ganz sicher, leben die da? Ja, der zappelt doch noch. Ja, der zappelt, Philipp. Okay. Der Auto ist kaputt, ne? Aber der Typ lebt noch dahinter. Hat mir ja richtig viel gebracht. So, ein Arschloch. Freigeschaltet, jawohl. 30 Kopfschütze. Jetzt schon gemacht. Okay, der Johnny da hinten, der geht mir tierisch auf den Senkel. Was haben wir denn da Schönes? Ist das eine Waffe? Nee, ist gar keine. Okay, 2, 1, weg. Das ist eine schlechte Position. Ja, genau, hinter so einem Vorhang. Da verstecken wir uns. So, warte mal, hier noch Schönes. Nimm mal mit. So, geschützt Johnny. Der sieht mich nicht. Kann ich was einsammeln? Heilige Scheiße! Ist der jetzt tot? Ich glaube, der ist tot. Der hat seine Waffe verloren, ne? Ah, ich habe Geld mitgenommen. Ein bisschen Geld. Schein. Ja, ich habe mal erwischt. So. Ich glaube, es ist eine schlechte Position. Oh ja, aus nächster Nähe. Das war schon böse. Das war schon echt böse. Oh, hier geht's weiter. Okay, wir gucken hier nochmal rein. Alter, das ganze Hirn weggefetzt. Es ist halt nicht so eine schöne, saubere Klinge. Sondern das ist eben... Oh, das Fass, oder? Nee, Quatsch, das sind ja Leichensäcke. Das ist so eine zackige Linie, ne? So eine... Oh, die willst du nicht abkriegen. Meine Güte! Das Spiel ist fleischig. Wir nennen es einfach mal beim Namen. Fleischig. So, es speichert. Schöne Atmosphäre. Was war das? Ich würde beinahe sagen, es war dieser dicke Fleischklops, aber ich glaube, der passt hier unten gar nicht rein, ne? Okay, hier geht's nicht lang. Ah, ich glaube, das Spiel hat auch extra... Nee, so nicht. Ich glaube, das Spiel hatte Physikrätsel. Hier, sowas. Man konnte jetzt nämlich Elektro mitnehmen. Zack. Ah, stimmt. Jetzt konnte man hier Elektropower draufjagen. Alter! God of Thunder ist unterwegs. Meine Fresse. Das hört nur relativ schnell wieder auf. Also man kann damit auch, glaube ich, wenn ich jetzt hier das reinwerfen würde, wäre hier über Elektroblitz gedöns. Aber ihr habt es ja gesehen, das hält halt nur so ein paar Sekunden an. Ah. Keine Ahnung, was die sind, aber ich hätte das Bedürfnis, denen jetzt ihre Gliedmaßen abzutrennen. Wow! Alter Latz, man!
Hab ich den gerade komplett zerfickt? Normal reicht eigentlich auch schon aus. Aber so ist lustiger. Okay, die Klinge ist ja der Hammer. Ist das hier Elektro? Was ist hier? Oh, das Bein weggefetzt. Kommen jetzt hier unendlich viele Gegner? Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Ach, da unten. Okay, die kommen da unten raus. Was kann ich denn da jetzt machen? So, Elektroman. Ah, jetzt mal wieder dicht, ne? Okay, das wird wahrscheinlich ein kleines Rätsel werden. Wo muss ich das draufjagen? Den Elektroschocker. Ah, ja. Das Rätsel wurde jetzt schon gelöst. Jetzt hätte ich es natürlich mal ausprobieren können, ne? Hier das Elektrozeug bei den Gegnern. Aber der Zug ist abgefahren. So, geh auf. Ach, schade. Ich glaube, da steht gleich einer, der direkt erstmal die volle Breitseite abkriegt. Okay. Jetzt können wir es ja mal ausprobieren, ne? So, Elektro. Wenn ich das hier ins Wasser jage. Habt ihr das gesehen? Bin mir nicht ganz sicher, ob man das jetzt sehen konnte, aber ich glaube, hier habe ich gerade alles einmal unter Strom gesetzt. Was ist eigentlich, wenn ich drinne stehe? Schade. Genau in der Sekunde ist es weggegangen. Ha! Raus aus der Brühe. Wo ist ein Elektrozeug hier? Elektrozeug ist weg. Oh, hier ist auch noch ein Weg. Wah! Du hässliches Stück Scheiße! Okay, wenn man nicht zielt, wirft er konsequent rechts dann vorbei. Fuck. Yes. Na, hier ist keiner. Aber ist halt geil, ne? Jawohl, aus den Latschen gekippt. Da kannst du schreien. Da kannst du dein Lebensschrei. Oh, Mistkerl. Der nächste bitte. Der nächste, wo seid ihr? Zack. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man das überhaupt schaffen? Oh! Maul halten! Soll das? Geh down, Junge! Okay, war geil. K.O.-Schlag. Die Tür ist aufgegangen. Und ist schroh. Weg mit dir! Weg mit dir! Scheiße daneben! Der Rückweg. Naja, wer kennt's nicht, ne? Halt deine Maultasche! In den Boden gestampft. Jetzt habe ich das natürlich mit dem Elektro nicht ausprobiert. Ich glaube, das wäre das Rätsels Lösung gewesen. Aber ich finde es auch gar nicht mehr. Das ist ja oben drüber. Das hätte ich gar nicht ausprobieren können, oder? Warum sehe ich das nicht? Ich bin doch von hier runtergeschlittert. Das müsste ich doch irgendwie sehen. Hier war das. Ah, hier war die Lampe. Ah, ich konnte es nur einmal benutzen, oder was? Ah, okay. Ich konnte es nur einmal benutzen. Wie gut, dass ich das für Demonstrationszwecke direkt verbraten habe.
Optimal. Alles so, wie ich es wollte. Okay. Mist! Also was natürlich auch irgendwann cool ist, wenn man so Überlebenszeiten hat. Also musst dich immer wieder gegen Gegner erwehren. Und dann irgendwann musst du... Doppelschuss. Bei jedem Schuss wird eine zusätzliche Kugel abgefeuert. Die FOTSRO-Forschungsanlage wird im KI-Ausgang. Und dann musst du in der Panik, musst du dann diesen super Doppelschuss machen. Hier mit der Klinge. Nur dann kannst du rauskommen. Da würde ich ausrasten, wenn ich das da nicht hinkriege. Das wisst ihr. Das wisst ihr ganz genau. Und das wäre auch begründet gewesen. Okay, wir sind draußen und es regnet. Gib mir die Muni mit. Ich hau dir in den Schritt. Warum kann ich jetzt hier nicht rausspringen? Das wäre doch cool. Kurskorrektor. Halte R2 nach dem Abwurf. Schwer gedrückt. Korrigiere mit R. Hi. Geil. Das ist ein Teil deiner selbst. Okay. Das ist nicht schlecht. Ein Gegner, oder? Oh, Schwein. Yes. Die Headshots sind gar nicht so schwierig. Sag ich doch, man muss nur so ungefähr auf den Kopf zielen. Irgendeine Murmel wird schon ankommen. Scheiße. Wann habe ich denn endlich mal eine Granate? Da habe ich doch. Perfekt. Korrekt. Da kommt einer mit Schild, ne? Oder was hat der da oben? Der hat ein Schild. Jetzt rennt er weg. Ah, das ist übertriebene Gewalt, was er hier anwendet. Das hätte nicht sein müssen. Wir hätten erstmal diskutieren können. Der kommt einfach hin, kann alles wegblocken, brät mir dann einmal auf den Schädel und ich bin tot. Das finde ich einfach... Maul, Junge. Oh, er soll in Deckung gehen, er macht's nicht. Okay, jetzt pass auf. Granate. Oh. Wirf doch. Okay, so geht's. Und Granate. Das hat so gut funktioniert. Mal gleich nochmal. Da fliegen zwei Beine. Jeder hat da hingeschissen. Da fliegen zwei Beine. Einfach alleine. Mann, was schmeißt der? Lass das. Und, Hammer? Immer noch nicht. Das klingt gut. Das hat wehgetan. So. Der rennt wieder da oben lang, ne? Jetzt auf! Liegen bleiben! Jetzt kommen die von der Seite, ey. Na, anders überlegt, oder was? Vergiss es. So, warte mal, die Waffe nehme ich mal mit. Die da. So, da war noch einer, ne? Ja, jetzt kommt er von der anderen Seite wieder. Ah, die Waffe. Das ist wirklich ein Stress. Ständig das Rumgemäbe von den Dingern. Tada! Und weg ist er.
Heilige Kacke! Was ist das da oben eigentlich? Warum leuchtet das so? Sehr gut. Fresse! Oh, dass der da oben immer noch kommt, das nervt. Heilige Kacke. Okay, irgendwer ballert hier immer noch. Ey, das ist immer noch der gelbe Johnny. Ob du es willst oder nicht. Der Typ, der lässt nicht locker. Wow. Was machst du? Roll weg. Alter, wo kommt denn der mal her? Da oben ist wieder einer. Nein! Yes, den gelben Johnny Hammer! Mist! Du bleibst jetzt auch gefälligst liegen! Du bewegst dich immer noch? Ist das dein Ernst? Danke. Gibt's denn sowas, ey? Das Bein abgetrennt, das Hirn rausgeschossen und er kriecht noch weg und schreit immer noch. Also irgendwann reicht's aber auch mal. Es reicht. Weg damit. So, müssen wir da unten rein oder hier drüben lang? Das ist die Frage. Erstmal ein bisschen Muni mitnehmen. Das sieht doch so aus, als könnte ich das... ich sag mal, ich hab doch gerade was gelernt, wenn ich jetzt so. Wie war das? Ob ich das hinkrieg? Das rote. So. Oh, nee, jetzt treffe ich mich selbst oder was? Ich dachte schon. So. Nee, auch nicht. So. Runter, 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 runter. Ich bin zu weit weg, ne? Meine Güte, das schwabbelt. Oder ich schieße einfach drauf. Ne. Das geht nicht. Unmöglich. Vielleicht muss ich doch hier unten lang. Nee. Es ist das Rätsel. Ob ich will oder nicht, ich muss wahrscheinlich wirklich diesen roten Knopf da treffen. Treffe ich doch niemals, oder Leute? Das kriege ich doch nicht hin. Ihr kennt mich. Ich bin mehr so der Mann fürs Haarige. Fürs Harte. Fürs... egal. Fürs Grobe. Wie soll ich das treffen? Geht nicht. Ist kaputt. Meine Güte, völlig... Jetzt, pass auf, das ist... Ja! Yeah! Alter, Skillshot! Okay. Rein da! Waffe runter, Solnischka. Iago. Du hast was für mich? Ja. Und zwar die neuesten Befehle. Vom Chef. Ich habe auch dafür gesorgt, dass du Waffen und Sprengstoff bekommst. Lass stecken. Auch wenn du es nicht nehmen willst, du hast keine Wahl. Das verlangsamt die Infektion und verschafft dir Zeit für die Mission. Dann zeig mal, was du hast. Durch deine Hafenexplosion sind die infizierten Geiseln Messners freigekommen. Messner will sie wahrscheinlich wieder rauslocken und durch seine lasrianischen Gangster fangen lassen. Viktor Sudek hat ihm einen alten sowjetischen ULF-Sender repariert. In den 80ern wurden damit Infizierte angelockt. Wie die Motten vom Licht. Nadja. Hörst du mir zu? Der Sender befindet sich in einem alten Bunker in den Katakomben von Lasria.
Du kannst durch die Kirche Amabilis Zurium rein. Du musst Messners Operation vereiteln, indem du den Sender zerstörst. Nimm das Satellitentelefon. Wie soll ich den Sender zerstören? Nimm das hier mit nach unten. Man wird dir den Sprengstoff geben, den du brauchst. Auch Waffen, ohne Regler. Wenn der Preis stimmt. Wenn die Welt untergeht, schwimmen die Ratten weiter. Ich hoffe, die Kanäle werden nicht zu ungemütlich.